Geringe Größe und wenig Zytoplasma. Jetzt wird es spekulativ, aber spannend, weil es geht auch nochmal um die Mitochondrien. Die Körnerzellen sind klein, haben geringes Zytoplasmavolumen, also Flüssigkeit in ihren Zellen. Und das wiederum könnte ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis ihrer Verletzlichkeit gegenüber Methylquecksilber-bedingter Schädigung sein. Das bedeutet nämlich, dass es weniger Bindungsstellen für Quecksilber gibt, sodass bei einer Exposition die kritische Quecksilbermenge im Bereich empfindlicher Stellen auch früher erreicht wird. Und für die Zytoskelettproteine, also die Mikrotubuli, ist die Entfernung zwischen der äußeren Zellmembran und dem Kern sehr klein. Und es kann spekuliert werden, dass selbst eine begrenzte Depolymerisierung der Mikrotubuli, also was ja in Richtung Degeneration geht, tiefgreifende Auswirkungen auf den Metabolismus, also Stoffwechselprozess der Zellen und die Aktivität der Mitochondrien hat. Und während eine Methylquecksilber-Exposition besteht eine erhöhte Notwendigkeit, die Proteine durch Proteinsynthese zu ersetzen, weil sie ja in ihrer funktionellen Gruppe durch das toxische Metall blockiert sind. Und dann funktioniert ja gar nichts mehr. Und genau das wird jetzt hierdurch gehemmt. Dies wiederum erfordert aber, das ist energieabhängig, eine effiziente Funktion der Mitochondrien. Sie erinnern sich, ATP kann man nicht speichern, muss man bei Bedarf produzieren. Bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der intrazellulären Glutation-Balance. Also eine Mammutaufgabe. Dazu sind nicht nur bestimmte Enzyme notwendig, sondern auch ein ausreichender zellulärer Gehalt an Selen, da einige dieser Enzyme Selenoproteine sind. Anorganisches Selen. Wie bereits betont wurde, hat Quecksilber eine deutlich höhere Affinität für Selen als für Schwefel. Und es kann zu Situationen kommen, in denen Selen aus diesen Selenoproteinen extrahiert wird und stattdessen an Quecksilber bindet. So wirkt Quecksilber, wie hier ausgeführt, nicht nur über einen Mechanismus, sondern es läuft eine Reihe von Prozessen gleichzeitig ab, die in der Summe Zellen mit geringem Volumen gefährden. Ein Mechanismus oder vielmehr eine Folge von Ereignissen zur Erklärung der Selektivität von Methylquecksilber sollte außerdem die beobachtete Latenzphase zwischen der Exposition und dem Einsetzen von Symptomen mit einbeziehen. Zunächst einmal ist bekannt, dass das Cerebellum eine große Zahl an Körnerzellen enthält und dass im gesamten Gehirn ein hoher Grad an Redundanz herrscht. Körnerzellen, Sie erinnern sich, kleine Zellen, wenig Volumen, hohe Verletzlichkeit. Dies bedeutet, dass das System über einige Reservekapazität verfügt, mit der die erforderliche Leistung des neuronalen Netzwerkes aufrechterhalten werden kann. Diese Redundanz hat jedoch Grenzen und wenn diese erreicht sind, kommt es zu einem Zusammenbruch des Netzwerkes. Latenz, ist doch alles gut, und plötzlich plöng. Oder mit anderen Worten, ich springe vom Hochhaus und bis jetzt ist ja noch alles gut gegangen, bis es dann plötzlich plöng zum Aufprall kommt. Und die Krankheit ist da. Es dauert einige Zeit, bis das Quecksilber die intrazellulären Verteidigungsmechanismen erschöpft. Sogar in kleinen Neuronen. Und dies muss in einer ausreichenden Anzahl an Neuronen geschehen, bevor das Netzwerk versagt. Ist es jedoch erst einmal so weit, dann entwickeln sich die Symptome sehr schnell. Also wie ich gerade gesagt habe, sie springen entweder aus dem Flugzeug oder vom Hochhaus und sind ein echter Optimist und sagen, hey, bis jetzt ist doch alles gut gegangen, weiter so. Jetzt kommen die Schlussfolgerungen. Die Neurotoxizität geht von Methylquecksilber selbst aus und nicht von durch Demethylierung gebildeten zweiwertigen Quecksilber, obwohl Demethylierung im Gehirn stattfindet. Die selektive Schädigung im Hirn spiegelt zelluläre Verteidigungsstrategien wider. Wir müssen uns also um das Entgiftungssystem kümmern und können das auch genetisch erfassen über die Entgiftung der Phase 1, 2 und 3 und natürlich deren Bausteine. Zellen mit kleinem Zytoplasmavolumen sind besonders gefährdet, viel gefährdeter als große Zellen. Und die Ursache für das verzögerte Einsetzen von Symptomen ist möglicherweise eine Kombination aus noch verfügbaren zellulären Reparaturkapazitäten der einzelnen Zellen und der Redundanz des neuronalen Netzwerkes, wo also auch immer wieder Zellen, die die gleiche Funktion übernehmen können, in einer gewissen Warteposition sind, um Dinge auszugleichen, aber auch irgendwann sind auch die nicht mehr geschult oder eben kaputt. Und jetzt kommt
Sie werden es kaum glauben, unendlich viele Literaturstellen, die all das, was ich Ihnen hier vorgelesen, begleitet, vorgelesen und interpretiert habe und als alles nicht auf meinem Mist gewachsen ist, aber natürlich Teil meiner täglichen Praxis in Bezug auf die Chelattherapie und meine individuelle Diagnostik und Therapie ja durchaus ist, sonst hätte ich es ja nicht kommentieren können, belegt 175 Literaturstellen. Viel Spaß beim Nacharbeiten. Für heute reicht's. Danke, dass Sie dabei geblieben sind. Und denken Sie mal dran, Antioxidation, essentielle Fettsäuren, die richtigen Aminosäuren und noch ein bisschen Spaß am Leben und die Dinge tun, die Freude machen, leben Sie im Hier und Jetzt. Aber denken Sie daran, eine Lebensversicherung versichert nicht Ihr Leben und eine ausreichende Versicherung, die nur für den Moment ausgelegt ist und nicht in die Zukunft mit Ihnen geht, um Sie gesund zu erhalten, ist eine gute Grundlagenversicherung, aber die Dinge darüber hinaus müssen Sie wahrscheinlich selber zahlen. Also brauchen Sie Eigenverantwortlichkeit. Vielen Dank für Ihr Interesse.